So Leute, habt ihr Bock auf Künstler Nummer 3 des heutigen Abends? Erst das allererste Mal hier auf dieser Bühne, hier ist Johannes Steuding! Ja, ich bin Johannes und ja, es läuft. bevor ich anfange, wollte ich erstmal fragen, ob ihr das auch kennt, wenn man bei einem Konzert furzt, dann tut man es aber so, als ob man es nicht war und man sagt seinen Freunden so, boah, irgendjemand hätte gefurzt, voll ekelhaft, oder? Okay. Basis haben wir also. Ich wette, es sitzt auch gerade einer im Publikum, der eigentlich auch mal einen rauslassen muss, aber es geht halt. Jetzt traut er sich halt nicht mehr, weil ich es gerade gesagt habe. Wenn wir alle ganz leise sind, dann hören wir ihn vielleicht leiden. Okay, und wenn wir jetzt einfach alle einmal klatschen, dann kannst du es raushauen. Also Leute. Irgendwo rümpft jetzt gleich jemand die Nase. Okay, ja, das war jetzt einfach nur mein kleiner interaktiver Einstieg. Und jetzt geht's richtig los. Früher, wenn ich was ausgefressen habe und ich musste mich entschuldigen, habe mich aber nicht getraut, dann haben meine Eltern immer zu mir gesagt, ah, komm Johannes, die werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Und so jetzt betrachtet, denke ich mir so, was ist das für ein Maßstab? Also wie soll mich das jetzt irgendwie motivieren, dass ich mich doch entschuldige? Und dann stelle ich mir so vor, wie ich zu meinem Opa gegangen wäre, um mich zu entschuldigen und hätte mir vom Kopf abgerissen. Und dann fragen meine Eltern auch noch so nach, und, hat Johannes sich entschuldigt? Naja. Und? Ja, ich habe dem den Kopf abgerissen. Hier ist der Kopf. Meine Eltern gucken sich dann noch so verdutzt an, so, scheiße, er hat es durchgezogen. Meine Eltern, ich habe sowieso das Gefühl, dass meine Eltern irgendwie mich gar nicht leiden können. Die haben auch diese Kalender zu Hause, wo so drin steht, Mama, Papa, Johannes, Schwester. Ja, die hat auch einen Namen, aber den will ich jetzt nicht sagen. Datenschutz. Und da, wo mein Name früher stand, da steht jetzt Müll. Okay. Da weißt du doch auch direkt, dass du nur ein geplatztes Kondom bist. So, ja. Müll. Jetzt verstehe ich auch, wenn meine Eltern immer früher gesagt haben, so, ah, Johannes, du bist unser Glückstropfen. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, wie deutsch ist das? Die haben den Kalendereintrag für Müll. Aber ich habe mir das jetzt zunutze gemacht. Wenn mich jetzt immer jemand zum Geburtstag einlädt und ich kann den nicht leiden, dann sage ich einfach, nee, da kann ich nicht. Da kommt der Müll. Und manche Leute reagieren da ein bisschen komisch, aber ich gehe einfach gerne auf Kindergeburtstag, Leute. Okay, das war... egal. Ja. Aber das Gute an meinen Eltern, die sind wenigstens ehrlich so. Ne? Ich weiß, woran ich bin, so. Es ist einfach okay, die mögen mich nicht. Und, aber die sind wenigstens ehrlich so. Und das ist ein bisschen anders, wenn man in Amerika ist. In Amerika, da gibt es Fernsehwerbung. Und bevor die Werbung anfängt, da wird auf dem Bildschirm gesagt, so, in dieser Werbung sehen Sie reale Leute, keine Schauspieler. Wie offensichtlich kann man lügen? Das wäre wie wenn ich euch sage, dass die Taschentücher neben meinem Bett zum Naseputzen sind. Aber das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Nee, meine Freundin benutzt die manchmal, um mir Pickel auszudrücken. Ganz komisches Hobby. Okay, anderes Thema. Mein Chef, der kam heute zu mir und hat gesagt, so, hey, ich bin echt stolz, dass du da bist, du machst gute Arbeit.
Und als ich mich bedanken wollte, habe ich so nach oben geguckt und mir erstmal fast den Kopf an der Tischkante gestoßen. Mein Chef ist übrigens eine ziemlich attraktive Frau. Um das mal klarzustellen. Nee, aber mein Chef hat mich gelobt und dann habe ich ihm so eine Kopfnuss gegeben. Ich habe ihm einfach schon 1000 Mal gesagt, ich kann nicht mit Lob umgehen. Das muss er jetzt auch einfach mal lernen. Na. Morgen habe ich dann einen neuen Chef. Mal gucken, wann der mich zum ersten Mal lobt. Verdient hätte ich's. Nee, aber das Ding bei Lob ist einfach, wenn mich jemand lobt, ich reagiere immer total falsch, wenn jemand zu mir kommt und so, hey, du bist voll die coole Socke, voll die coole Socke. Suppe, hey, du bist voll die coole Suppe. Und so, hey, du nicht. Ja. Und ich habe dann auch immer das Bedürfnis, dem anderen auch was Nettes zu sagen. Und versuche halt auch was Nettes zu sagen. Und es klappt aber ganz oft nicht. Und dann, wenn jemand sagt so, hey, wow, Johannes, du kannst richtig gut geradeaus laufen. Also, hey, danke, Mann. Und du hast voll die schönen Brüste. Ach so, ist nur ein A-Körbchen. Kann ich trotzdem anfassen? Ach so, du bist erst 7. Ja. Ja, Leute, Comedy, da werden Grenzen ausgetestet. Das tut auch manchmal ein bisschen weh. Das habe ich noch zu der 7-Jährigen gesagt. Nee, Quatsch. Leute, muss schon zweistellig sein. Okay. An dieser Stelle jetzt einfach mal ganz kurz Shoutout an alle Frauen mit kleinen Brüsten. Ihr braucht keine Komplexe zu haben. Einfach nur Push-Up, es läuft. Nee, ganz ehrlich, ihr seid ja auch nur Menschen. Ja. Ja. Da habe ich mich jetzt ganz in eine ganz komische Situation gebracht. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ausländer nervenvoll? Okay. Nein, Spaß, jetzt mal ganz ehrlich, liebe Frauen, akzeptiert bitte einfach mal euren Körper so, wie er ist. Ihr seid alle wunderschön, ihr seid alle sexy und macht euch auch nicht einfach immer Gedanken über größere Brüste, weil das machen halt auch schon Männer. Okay, was habe ich noch? Nee, ist nicht witzig. Okay. Ich habe in der Weihnachtszeit ziemlich viel mit meiner Freundin gebacken und wir haben so Kekse gemacht und dann habe ich einen probiert und dann war der innen drin noch so voll weich. Und ich habe sie dann angeguckt und gesagt so, der ist noch voll weich innen drin. Und sie so, ja, das ist half-baked. Und ich so, ah, half-baked. Das ist so ein Ding der Jugend, ne? Wenn irgendwas scheiße ist, einfach einen coolen englischen Namen und dann ist es mega geil. So, Schule schwänzen. Fridays for Future! Oder Reste essen. Bowls. Ja, das ist ein Joke, der funktioniert nur in Ehrenfeld, ey, ganz ehrlich. Und wenn man das jetzt aber auch nochmal zurück auf das Half-Baked-Beispiel bezieht, so, stellt euch das mal auf dem Bau vor. So, ja, das Haus ist jetzt hier fertig. Wie? Da ist ja gar kein Dach drauf. Naja, das ist Half-Built. Ah, yo, gib die Schlüssel her, 5000 Euro pro Quadratmeter, ich bin am Start. Oder im Bordell. Entschuldigung. Ich bin jetzt noch gar nicht gekommen. Naja, das ist Half Orgasm. Yo! Bester Sex meines Lebens, hier sind die 50 Euro. Okay, man kann es aber auch darauf beziehen, dass. Ähm,
Ja, Leute, das war jetzt ein Half-Gag. Im Prinzip war der richtig scheiße, aber ich gesagt habe, es ist ein Half-Gag. Mega witzig! Ja, und bei sowas, da sieht man halt auch, dass ich so ein kleines Genie bin. Man sagt ja nicht umsonst, Johannes, der kann es. Ja. Okay. Ja, wenn Leute bei der Situation lachen, dann weiß ich nicht so, ist das gut für mich oder ist das so, nein. Alles klar, Leute, es war wunderschön bei euch. Mein Name ist Johannes Steuding, sucht mich bei Instagram. Ich bin am Start. Danke.